drei Fragen dazu. Sind wir bereit, zivilen Ungehorsam zu leisten, um die Idee unseres Staates zu schützen? Sind wir bereit, auf friedliche Weise gegen die kleine Ordnung zu handeln, um die große Ordnung zu schützen? Sind wir bereit, einen Tag, eine Nacht, eine Woche auszuharren, hier auf diesem Platz beispielsweise oder anderswo, um zu zeigen, dass der Alltag nicht mehr so wichtig ist, wenn unser Land aus den Fugen gerät? Wir sind dazu bereit. Ich bin überzeugt, dass wir so handeln müssen, absolut friedlich, entlang aller denkbarer Möglichkeiten und Ideen eines zivilen Widerstands. Wir müssen so handeln, weil die Politik nicht bereit ist, unseren Staat vor seiner Auflösung zu bewahren.